Wir suchen das Gebiet ab und damit sind wir auch zurück bei Hidden Agenda. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei unserem spannenden Thriller auf der PlayStation. Fünf Jahre vor der Gegenwart passiert das Ganze hier. Hier 609, am Ort des Einbruchs. Freie Highway-Ausfahrt, kein Täter. Ich gehe in den Wohnwagen. 609, verstanden. Vorsicht bitte. Und sie erzählt gerade die ganze Geschichte rund um den Trapper, den wir angeblich gefangen haben, Finn. Aber er behauptet, er wäre gar nicht der Trapper-Killer. Sucht nach den Hinweisen, die oben angezeigt sind. Benutzt den Zeiger, um die Hinweise vor Ablauf der Zeit zu markieren. Manche Hinweise sind später nützlich, also versucht, sie alle zu finden. Okay, dann wollen wir uns jetzt mal hier umschauen genauer. Gefundene Hinweise. Okay, jetzt können wir hier das Ding beleuchten. Und was haben wir denn da? Das ist doch eine Flasche. Okay, das geht auf Zeit. Wir müssen uns also beeilen. Hier haben wir doch auch noch irgendwas. Ich komme hier nicht weiter weg. Schnell, hier muss doch irgendwas sein. Ist natürlich einfacher, wenn man jetzt mit mehreren unterwegs ist und das Spiel gemeinsam spielt. Aber immerhin haben wir was gefunden. Der Sarazar, wo das R fehlt, weil zu wenig Zeichen da sind. Aber immerhin. Wir fanden auch eine Drahtzange. Ja. Da ist doch jemand. Na, da mal reinspaziert. Ich glaube, da wird eine junge Frau festgehalten. Aber was tut er da so? Eine Bombe. Ach du Heilige. Hilfe, hilf mir. Oh Gott. Okay. Seien Sie leise. Wer war das? Ich war in einer Bar. Ich weiß nicht. Dann war ich hier. Oh Gott. Bitte helfen Sie, bitte. Was ist hier los? Oh Gott, die Zeit läuft ab. Okay. Wir sollten dem Opfer helfen, komm. Okay, ich entferne den Timer. Oh, Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott, hol mich raus hier! Ach du Scheiße. Ganz ruhig, bitte. Wir haben die Drahtzange gefunden. Oh Gott. Oh Gott! Wir haben sie gerettet, Mann. Boah, was für eine Aktion direkt hier. Direkt zu Beginn dieser Episode von Hidden Agenda. Zumindest gab's nur ein Opfer damals. Hat auch nicht viel gebracht. Die Sozialarbeiterin kam später bei einem Unfall um. Das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Finn muss sie gesehen haben. Er hat die Tat nicht vollendet. Er hat sogar seine Sachen dagelassen. Wieder bei der Befragung zurück und wir sind natürlich neugierig und zwar sehr mutig, natürlich beides. Wir sind bewundert, ist es auch, aber wir fragen lieber Fragen. Wie ist Finn entkommen? Ich wollte die Gegend absperren, aber Finn war längst weg, als Verstärkung eintraf. Was verband Finn dann mit dem Tatort? Ich habe ein Haar von Finn am Tatort entdeckt. Der DNA-Abgleich mit unserer Verbrecherdatenbank hat ihn als Treffer ergeben. Er war bereits im System. Finn war schon so oft auf dem Revier, dass er fast ein eigenes Zimmer hatte. Wir bekamen den Tipp, dass er gesehen wurde und fuhren zufällig vorbei. So ein Glück aber auch, Detective. Ich habe ihn geschnappt. Arsch. Oh, Mama Bär ist bissig. Vorsicht. Arbeiten wir zusammen.
Okay, okay. Lassen wir die blöden Spielchen, ja? Tun wir wenigstens so, als ob wir zusammenarbeiten. Der Trapper-Fall hat allen zugesetzt. Wir haben für heute genug Salz in alte Wunden gestreut. Sergeant... Ich denke, das war alles. Können wir sonst noch helfen? Wir sind immer höflich. Okay, das reicht mir. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Danke Ihnen, obwohl hier hätten dass vielleicht... Sie unseren Nachmittag verplempert haben. Nach den forensischen Beweisen nochmal nachfragen sollen, wäre vielleicht ganz clever gewesen in dem Moment. Hey Grace. Ja? Ich wollte nur sagen, dass... Carrie ist ein Arsch. Ja. Keine Sorge. Sie haben mir sehr geholfen. Wir sind freundschaftlich. Hey, was machen Sie denn heute Abend? Ich... Was? In meiner Wohnung liegt ein riesiger Aktenberg. Das schaffe ich niemals alleine. Danke. Aber nein, danke. Wir melden uns, wenn es was gibt. In Ordnung. Schönen Abend. Wir haben es versucht. Aber sie will ja nicht irgendwie mit uns ein Trinken gehen, wo wir weitere Informationen irgendwie kriegen können. Obwohl wir ja beide Charaktere spielen. Ha, eine Rattenfalle. Ziel Nummer 1, Rupert Walsh. Örtlicher Bestatter, Säufer, keine Verbindung zum Las Palmas Waisenhaus. Nach dem Mord präparierte der Trapper eine Flinte an der Zimmertür. Der herbeigerufene Officer wurde getötet. Zweites Ziel, Frederick LeMay. Pfleger in Las Palmas, Drogen, Überfälle, aber keine Verurteilungen. Der Trapper ließ ihn in einem stockdunklen Raum und füllte die Lampe mit C4. Der gerufene Officer legte den Schalter um und sayonara. Das dritte Ziel, Vater Rominski. Der Trapper nähte Sprengstoff in seinen Körper, der bei der kleinsten Bewegung hochging. Auf den Knien musste er dann seine ganzen Sünden beichten. Vor allem den Missbrauch durch ihn selbst und seine Kumpane an den ganzen Kindern, die im Waisenhaus lebten. Einsatzkraft damals war? Es war Sergeant Teller. Theorie. Das erste Ziel hatte keine Verbindung zu Las Palmas, aber die Einsatzkräfte kamen alle aus dem dritten Distrikt. Einschließlich Detective Marnie. Waren die Mordopfer nur Ablenkung? Und das eigentliche Ziel, der dritte Polizeidistrikt? Aber warum gerade Sie? Kontakte. Wen möchten Sie anrufen? Wir rufen lieber Becky an. Der sind wir ja vertraut. Becky Marnie? Rufe Becky Marnie an. Hi, Detective Marnie. Hier ist Felicity Graves. Hi. Hi, entschuldigen Sie den späten Anruf. Aber ich habe mir gerade die Fallakten angesehen. Darf ich Ihnen eine Theorie unterbreiten? Klar, nur zu. Hatte der Trapper es auf den dritten Distrikt abgesehen? Was hat es mit den Rattenfallen auf sich? Fragen wir erstmal nach den Rattenfallen. Ich habe in den Akten Fotos von Rattenfallen an den Tatorten gefunden. Ja, die kranke kleine Visitenkarte des Trappers. Dieses Detail war nicht in der Presse. Halten Sie es für möglich, dass die wahren Ziele dieser ganzen Trapper-Morde eigentlich die eingesetzten Polizisten waren? Ich... denke, das wäre möglich. Mit Rattenfallen kann man übrigens super Stolperdrähte machen. Stranger Things lässt grüßen, für alle, die es kennen. Okay, jetzt, was könnte das Motiv sein? Das klingt nicht überzeugt. Fragen wir nochmal nach dem Motiv. Ich möchte die Cops auf keinen Fall beschuldigen und ich weiß, dass auch sie beim Einsatz dabei waren. Deshalb frage ich mich, ob da irgendetwas war. Missgunst. Sie kannten ja einen Cops, oder? Könnte es irgendeinen Grund geben, warum Finn es auf Sie abgesehen hatte? Ganz ehrlich? Unendlich viele Gründe. Ich war beim dritten Distrikt, ja, aber ich bin so schnell wie möglich abgehauen. Was meinen Sie? Es war die Hölle. Zumindest früher. Drogen, Bestechung, all das. Das waren keine guten Jungs. Aber? Nach den Trapper-Morden wurde dann aber vieles besser. Interessant. Tja, danke. Sie waren mir eine große Hilfe, Detective Marnie. Kein Problem. Und nennen Sie mich Becky. Danke, Becky. Danke, Becky. So kommen wir langsam doch an sie ran. Aber irgendwie komisch, wenn wir beide Charaktere spielen. Doch ich denke, dem wir spielen, können wir am besten vertrauen. Hütte im State Park. 2.34 Uhr. Nur noch 31 Stunden. Hier ist 125 beim 1016. Ich gehe rein.
125 verstanden. Vorsicht bitte. Ich muss sagen, das Game macht bisher einen super Eindruck auf mich. Ist halt wie ein Film. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Vorsicht vor Stolperdrähten. Da liegt jemand. Oder? Oh mein Gott. Sir, hören Sie mich? Wer ist das? Oh! Alter Schwede, da habe ich mich erschreckt. Wieder eine Bombe. Und Bekemani muss raus. 29 Stunden. Hey, was gibt's? Es gibt ein Problem. Was? Das Opfer ist im Korb. Was? Was ist passiert? Das müssen wir noch herausfinden. Eine Leiche wurde gemeldet. Beamte kamen, Leiche war präpariert. Trapper-Style. Das ist jetzt mal die Frage. Wenn das der wirkliche Mörder ist, kann es ja Finn gar nicht sein, der im Knast liegt. Und er ist wirklich unschuldig. Oder er hat Kumpels und sie agieren zusammen oder gemeinsam. Okay, wer besorgt, wer ist es? Wir fragen mal, wer es ist. Polizei! Wer? Wie? Es ist Calvary. Was? Nein, das kann doch... Das ist lächerlich! Sie wühlen sich immer noch durch. Becky. Mein Gott. Okay, der Officer, mit dem wir uns nicht verstanden haben. Entschuldigung, bleiben Sie meinem Arbeitsbereich bitte fern. Danke. Sieht so aus, als war Calvary hier. Mit einer Prostituierten. Oh Gott! Er kam mit ihr her zum... Naja. Hinweise? Nur eine vage Beschreibung. Um die 20, brünett. Na toll. Calvary hat ein ganzes Magazin geleert, aber nichts getroffen. Hier ist nur sein Blut. Und Officer Montesinos. Der Beamte? Calvary war präpariert. Fallen. Fuck. So, jetzt schnell nach Hinweisen umschauen. Was haben wir denn hier? Es dauert immer so ein bisschen, bis es dann losgeht mit der Hinweissuche. Damit sich alle auch vorbereiten können wahrscheinlich, wenn man so Multiplayer spielt. Da haben wir was. Zack. Okay, es dauert auch ein bisschen. Also das empfiehlt sich natürlich wirklich im Multiplayer zu spielen. Weil man dann gemeinsam natürlich mehr Hinweise finden kann, als ich in dieser kurzen Zeit alleine. Da haben wir aber noch was. Boah. Hat er noch gegolten? Ja, hat er. Einschusslöcher. Ein ganzes Magazin. Wenn ihm jemand von hinten die Kehle durchschneidet, warum schießt er hier hin? Und wenn es von vorne war, warum traf er dann nicht? Eine Rattenfalle. Oh, ich bin nicht mehr mit dem Spiel verbunden. Sorry. Oh Gott. Ja, es ist wirklich. Ein Gemälde. Ist da was hinter? Oh, guck mal einer an. Was entdeckt? Nichts Nützliches. Was war das, was darunter gefallen ist? Ich konnte es nicht genau sehen. Becky, tut mir leid, aber ich muss fragen. Wo warst du gestern? Ich war daheim. Ist das dein Ernst? Ja, wir waren ja lange noch im Office, im Büro. Und wir werden natürlich jetzt auch verdächtig, weil wir haben uns ja mit dem Officer hier nicht verstanden.
mit dem anderen Gesellen da. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich war daheim. Ich war daheim? Alleine? Ja. Und? Scheiße. Was? Du musst sehr, sehr vorsichtig mit der Sache umgehen. Warum? Du musst nachweisen können, wo du warst. Jeder weiß, wie du und Calvary zueinander standet. Tom. Sei vorsichtig. Ja, Calvary ist halt unser Kontrahent gewesen hier und der mochte uns nicht besonders. Den mochte aber auch niemand irgendwie so richtig und wir sollen den vielleicht dann umgebracht haben, weil es ja auch gerade nach der Methode mit dem Trapper passiert ist, mit dieser Bombe und dem ganzen Schnickschnack. Okay, wir sagen, das ist verrückt, weil wir müssen ja nicht wütend auf den anderen werden. Wobei ich mal gespannt bin, wem wir hier überhaupt vertrauen können und wem nicht und so weiter und so fort. Das wird noch krass. Das kann nicht sein. Wünschte ich auch. Ich habe dieses Arschloch gehasst, aber sowas würde ich nie tun. Ich glaube dir. Das sollte nicht nötig sein. Scheiße. Damit ist Teil 1 beendet. Schaut ins Logbuch, trinkt einen Schluck und tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann. Heiliger Bimbam, jetzt werden wir auch noch verdächtig, dass wir da vielleicht unseren Kollegen umgenietet haben können, mit dem wir uns ja nicht verstehen, weil das ja auch alles die Handschrift des Trapper-Killers hat. Oh, Backe. Und vielleicht ist ja gar nicht der wirkliche Killer im Knast. Was meint ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Ist Finn der Killer oder ist er es nicht? Gibt's da noch wen anders oder ist es eine richtig kranke Geschichte und jemand von der Polizei ist es sogar? Wie auch immer, das war's von dieser Episode von Let's Play Hidden Agenda und ich bin unheimlich gespannt, wie es weitergeht und ihr mindestens genauso, denke ich. Deswegen sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und vielleicht ist sie ja schon da. Schau doch einfach mal auf dem Channel vorbei und wenn du nichts verpassen willst, kannst du diesen Kanal völlig kostenlos abonnieren. Bis dahin.